Du hat seine intimsten Briefe studiert. Er weiß, die heimlichen Leidenschaften des Königs bringen ihn mehr und mehr in Gefahr. Seit Jahren schon schickt Ludwig Boten durch ganz Europa. Sie sollen schöne junge Männer suchen. Ludwig lässt sie alle fotografieren. Sie sollen Modell stehen für klassische Statuen, sagt man ihnen. Sie ahnen nicht, dass ein König sie begehrt. Der junge Mann sollte gar nicht wissen, um was es geht. Ihm wurde gesagt, ein Münchner Künstler bräuchte eine Fotografie für ein Gemälde, für ein Porträt. Und man muss sich das so vorstellen, dass dann das Foto dem König überbracht wurde. Er hat es angesehen und hat eine Vorauswahl getroffen. Werden seine heimlichen Freuden tödlich enden? Am Starnberger See stehen die Ermittlungen von Wilhelm Wöbking kurz vor dem Abschluss. Akribisch misst er Angaben aus den Kriminalakten von 1886 nach, überprüft letzte Details, nimmt alle Ergebnisse genau zu Protokoll. Doch ist der Bericht der damaligen Ermittler wirklich korrekt? Könnten die Akten nicht nachträglich gefälscht worden sein, unter politischem Druck? Dies ist absolut auszuschließen. Auch mit Blick auf das festgestellte Ergebnis ist es schier unmöglich, dass die Akten gefälscht werden konnten, insbesondere wegen der vielen Detailergebnisse, die nicht von vornherein so angelegt werden konnten, dass hinterher ein schlüssiges Ergebnis der Fälschung produziert wird. Frühjahr 1886. Ludwig ahnt nicht, dass man seine intimsten Geheimnisse längst kennt. Agenten durchwühlen seine Papierkörbe. Die Minister wollen den König absetzen, ihn für geisteskrank erklären. Die Beweise dazu haben sie jetzt. Sie brauchen nur noch einen Sachverständigen. Dr. von Gutten, Sie haben recht. Herr Doktor, werfen Sie mal einen Blick darauf. Diese Angelegenheit ist mit äußerster Diskretion zu behandeln. Sie verstehen mich. Der König ahnt nichts von diesem Komplott. Er ist regierungsunfähig, daran besteht kein Zweifel. Dr. von Gudden aber wird bei ihm unheilbare Schizophrenie feststellen. Ein umstrittenes Urteil. Ich glaube, dass diese Diagnosen, die gemacht wurden, dass es sozusagen eine schizophrene Psychose war, dass die falsch sind. Ich denke, es ist eine Borderline-Störung, würden wir heute sagen. Das heißt, eine Störung im Grenzgebiet zwischen Normalität und Psychose. Das sind Menschen, die sich sehr normal verhalten können, wenn sie günstige Bedingungen kriegen und sehr gestört, sodass man sie von Psychotikern kaum unterscheiden kann, wenn sie sehr ungünstige Bedingungen haben. Ludwig II. Hat die denkbar ungünstigsten Bedingungen. Niemanden, der ihm widerspricht. Niemanden, der seinem Wahn entgegentritt. In nur einem Tag und einer Nacht verfasst Dr. von Gudden sein Gutachten über einen Patienten, den er nie gesehen hat. Briefe und Zeugenaussagen sind ihm genug. Für einen seriösen Arzt wie ihn ist das ein bedenkliches Unterfangen. Schreibt er ein Gefälligkeitsgutachten? Dr. Gudden ist für mich ein typischer Fall des politischen Einsatzes von Psychiatrie. Man muss bedenken, dass die Psychiatrie damals eine sehr junge Wissenschaft war. Und Dr. Gudden war einer der ersten, die sozusagen versucht haben, der Psychiatrie einen klinischen und ein universitäres Ansehen zu verschaffen. Und er war sehr geschmeichelt, als das Kabinett ihn diesem prominenten Patienten sozusagen angeboten hat und hat sehr viel getan, um sozusagen dem Auftraggeber gerecht zu werden. Noch weiß Ludwig nicht, dass seine Tage als König gezählt sind.
Aus München dringen nur Gerüchte zu ihm vor. Er schenkt ihnen keinen Glauben. Fluchtpläne lehnt er ab. Wohin sollte er auch gehen? Gefasst fügt er sich seinem Schicksal, als wüsste er, dass er ihm nicht entrinnen kann. 12. Juni 1886. Als man ihn abholt, besteigt er ohne Widerstand die Kutsche mit unbekanntem Ziel. Ludwig ist verhaftet und abgesetzt. Er gilt als verrückt, ist entmündigt. Seine eigene Regierung hat ihn entmachtet, von Amts wegen. Haben die eigentlich damals streng nach Gesetz und Recht gehandelt, wie sie ihn A. entmündigt und B. verhaftet haben? Und da ist die Antwort ganz klar. Die Staatsregierung hat das Recht gebrochen und hat nach damaligem bayerischem Gesetz eigentlich Hochverrat begangen. Schloss Berg am Starnberger See hat man zum Gefängnis umgebaut. Nie mehr soll der König diese Mauern verlassen. Hinter verschlossenen Türen beobachtet Dr. von Gudden seinen prominenten Patienten. Der König von Bayern, inhaftiert wie ein Sträfling, ausgeliefert dem strengen Blick seiner Verfolger. Fasst er in diesem Moment den Entschluss zum Selbstmord? Kann er verstehen, was man ihm antut? Ja, ich meine, die Maßnahme als solche war sicher nötig. Denn man kann nicht ein Land am Laufen halten, wenn der Staatsoberhaupt die Regierungstätigkeit schlicht nicht mehr wahrnimmt. Die Situation hat sich gestellt. Die Durchführung, darüber kann man lange streiten. Ich glaube, es war äußerst undiplomatisch gemacht und nicht, man hätte das sicher besser lösen können. Aber mein Gott, ich meine, hinterher ist man immer gescheiter. Es ist so gemacht worden aus einer Notwendigkeit heraus. Zweifellos nicht sehr diplomatisch. Die letzten Minuten im Leben des Königs. Rekonstruiert nach den Polizeiakten. 18.35 Uhr. Der König und Dr. von Gudden verlassen das Schloss für einen Spaziergang. Ihr Weg führt sie zum See. 18.53 Uhr. Der König enteilt seinem Begleiter. Er scheint aufs Seeufer zuzulaufen. Dr. von Gudden nimmt die Verfolgung auf. Im schwierigen Gelände verliert er seinen Schirm, den man später dort findet. Am Ufer treffen die beiden Männer aufeinander. Dr. Gudden will Ludwig festhalten, entreißt ihm dabei den Mantel. Der König läuft in den See. Dr. Gudden eilt ihm nach. Etwa 16 Meter vom Ufer entfernt kommt es zum Zweikampf. Was in diesem Augenblick wirklich geschieht, kann nie geklärt werden. Will Gudden seinen Patienten festhalten? Will der König fliehen oder sich ertränken? Nach dem Kampf eilt Ludwig weiter in den See hinaus. Dr. von Gudden bleibt tot zurück. Flieht Ludwig vor seiner Tat in den Selbstmord? Stirbt er an Herzversagen im kalten Wasser? Die Leiche des Königs wird nach seiner Auffindung gründlich untersucht. Der Befund in allen Details schriftlich festgehalten. Das Gutachten ist nach den Möglichkeiten der damaligen Zeit kunstgerecht abgefasst. Es entspricht dem damaligen Standard. Es ist ausführlich, bietet keinerlei Hinweis für eine Gewalteinwirkung von dritter Hand gegen den König und lässt hinsichtlich der Deutung, ob Ertrinken oder zum Beispiel reflektorisches Kreislaufversagen, Deutungsmöglichkeiten offen, aber kein Hinweis für ein Attentat. Am Starnberger See hat Wilhelm Wöbking seine Ermittlungen beendet. Auch für ihn ist der Fall geklärt. Das Ergebnis unserer Untersuchung ist, dass der König in Suizidabsicht in den See gegangen ist und seinen Arzt, der ihn daran hindern wollte, durch Strangulieren mit in den Tod genommen hat. Anhaltspunkte für Mord oder Mordkomplott
auch durch fremde Mächte, zum Beispiel Preußen, sind nicht gegeben. Der König auf dem Totenbett. Sein letztes Geheimnis nahm er mit ins Grab. Er blieb sich und anderen ein Rätsel bis in den Tod. Er ruht in der Gruft von St. Michael in München. Nur wenn man den Sarg öffnen würde, hätte man letzte Gewissheit über seinen Tod. Doch die Legende lebt auch ohne Gewissheit fort. Der Märchenkönig ist längst unsterblich geworden.